Jo, wo sind wir dann stehen geblieben? Ja, genau. Mit dem Samuel in Bayern, du kommst aus dem Auto. Erst kommt, was ist denn das? Lautre. Leid in der Nähe von der Wollstraße, wo es den besten Suff gibt von ganz Deutschland. Ne? Erklär das mal auf Hochdeutsch. Immer Bayern. Wenn du ein Original Pelzer bist. Die zweite Frage ist, wo ist Kaiserslautern? Wo ist Kaiserslautern? Ei, mein lieber Schwan, bist du so blöd oder machst du nur so? Ei, daheim am Tisch mit Messer und Gabel, du Depp, du Blöder, ne? Da könnt ich echt aus der Haut fahren bei sowas, ne? Oder wenn sie uns dann in der Stadt schon erzählen gehört haben, wir babbeln, wie uns die Gosch gewachsen ist, ne? Da kann jeder froh, dass er mir, wirklich, das ist so, ne? Ja. Die Leute, die gucken uns da, als ob man vom Mars kommt. Das Allergeilste. Das Allergeilste. In Bayern ist schon eine Frau zu mir gekommen, die hat gefragt, ob sie mich auffassen darf. Ja, warum nicht? Ne? War eine hübsche junge Frau. Da steht ich halt immer auffassen. Daraus habe ich die dann mal gefragt, Entschuldigung, warum wollten Sie mich jetzt halt auffassen? Da hat ihr gedacht, dass wir irgendwelche Attraktionen sind, die euch geflogen sind, für in der bayerische Zone, ne? Also, ey, echt Wahnsinn, was du da unten verleitest, kennenlernst und erlebst überhaupt, ne? Das fängt da am Bahnhof, geht's da schon weiter, ne? Bei uns im Auto, geht's Bahnhof raus, alles shake it, chill, ey. Sind ein paar Assis da, jo, die dich mal rumstoppen oder dich mit Messer bedrohen, ja, aber, ey, ansonsten, es ist eine lautere Folge, chill, ne? Erstens haben wir nicht 50.000 Bahngleise, wo sich keine Sau auskennen. Und zweitens, ey, ist bei uns keiner so hektisch wie das, ne? Da geht's ab. Bayern, du willst schon Krankenschein? Geh nach Bayern an der Hauptbahnhof. München, Hauptbahnhof ist allerbeste. In der Hauptverkehrszeit am besten zwischen 15 und 18 Uhr. Ey, Wahnsinn. Du willst schon Krankenschein? Geh dort hin. Du kriegst eine. Du kommst raus mit allem, was du brauchst. Ey, Rippe geprellt, ey, gebrochene Zehe, verstauchtes Kniegelenk, verdrehtes Kniegelenk, ey, alles Mögliche, weil die dort so hektisch und unzufrieden mit sich selbst sind. Jeder schaut nur auf sich und guckt, dass er durchkommt und gib ihm. Bei uns? Pff, was sagen wir Pelze? Wie sagen wir so schön? Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Ne? Und, also, da freue ich mich manchmal, wo sind wir dann da, ne? Das ist genauso. Ein gutes Beispiel ist Hannover. Ich habe mir bis vor kurzem gedacht, ich bin jetzt mittlerweile fast 27, bis vor kurzem habe ich gedacht, Hannover leidet im Ausland. Mir hat Kate Sau gesagt, dass Hannover in Deutschland leidet. Ne? Ja. Ich habe mir sau blöd geguckt. Ganz früher als Kind habe ich gedacht, Hannover, wenn die Oma gesagt hat, wir fahren die Tante Gerda in Hannover besuchen. Und ich dachte, warum fahren wir zum Pferd, um die Tante zu besuchen? Ich habe immer gedacht, Hannover ist ein Pferd. Schwarz, braun, weiß, ohne mich nicht, wie ich da drauf komme. Später raus habe ich gedacht, Hannover ist im Ausland. Hannover Orkum am Bahnhof. Ich habe der Oma gesagt, man muss bedenken, ich war Kind. Oma, ich will eine Brotwurst. Ja, die Oma hat mir 2 Mark in die Hand gedrückt und sagt, Kind, geh dir neue Brotwurst holen. Ich stehe an dem Imbiss, guck die Dickwurstfrau hinten dran an, ne? Und denk mir, die guckt mich schon so komisch an, als ob die ganz genau weiß, dass wir Touris aus dem Ausland sind. Ja? Und habe ich gesagt, ich hätte gern ein Brotwurst. Ich guck mich an. Und habe ich zu ihr gesagt, I no speak Americano. Und guckte mich noch bläder an. Für Elmo sah die zu mir, was ist denn eine Brotwurst? Ich war Kind.
Für mich war das, jeder Erwachsene hat ein bisschen wissen, was er Brot wäscht, ist aus, fertig. Das ist so sicher und so, so das weiß jeder einfach, ein Brot wäscht. Ne? Ich sag, ah, Alter, das Brot ist mir auch wäscht, ne? Dann guckt die mich noch bescheuerter an. Bis ich schon mal draufgekommen bin und der erklärt habe, dass das bei uns so heißt, ne? Und dass man halt sagt, Alter, das Brot ist mir auch wäscht, ne? Dass so, die hat das einfach nicht geschnallt. Man, ich sag, das Brot ist mir auch wäscht, was das heißt. Ich habe mit Händen und Fies der Frau versucht zu erklären, dass das Brot ist mir auch wäscht heißt, dass ich gar kein Brot zu meiner Wäsch brauche. Und dann immer das hat sie verstanden. Weil dann ist sie gekommen mit dem scheiß Spruch, die Wurst ist aber in einem Brötchen. Oh mein Gott, das ist doch mir scheißegal, wo die Wäsch drin ist. Die Hauptsache, ich krieg was zu essen, ne? Ich war Kind und schon angefangen zu heilen, weil die dicke Frau immer besser war und mich immer besser angeguckt hat. Und haben dann die Oma geholt. Die Oma hat das Ganze für mich erledigt. Gut. Dann waren wir mal in Hannover. Ich habe mich immer gewundert, warum ich Tablette kriege, bei mir nur Hannover gehen. Ich habe mich immer gewundert. Mittlerweile weiß ich es. Die Oma hat mich vollgestorben mit Beruhigungstablette, dass ich wieder in ihrem scheiß Dialekt nicht ausflippe. Wobei die ja gar kein Dialekt haben. Das ist ja das Geile. Die reden ganz komisch. Fangt bei uns an. Geh ich bei uns zum Italiener. Da hockst du erst mal da, lässt die Karte. Dann kommt der italienische Fuzzi da, wo die Bestellung aufnimmt. Guck dich an und mal. Oh, was darf es dann sein? Und dann sagst du, ah ja, mit Pizza bitte. Oh, und du ein Fisch? Guckst du nach, und du ein Fisch? Jo, dann sag ich noch, jo, dann mach halt den Fisch drauf, solange es kein so großes Vieh ist, ne? Ist ja in Ordnung. Guck da dich an. Dann denkst du dann, ne? Da hat das Ganze nicht so wirklich verstanden. Dann sag ich schon, ah, ne? Do, ich will Nudeln. Oh, dann steht er da, Pasta. Ja, ja, klar, natürlich passt das, ne? Warum nicht? Nudeln mit Tomatensauce. Oh, ein alala Pesto, macht er irgendwas. Ich guck noch einmal. Ne? Mit alala Tomato. Ja? Dann hab ich schon gefragt, was das für Nudeln da sind, wo ich auf der Karte gesehen hab. Und dann macht er irgendwas mit Verfalle. Und dann hat der jo wirklich gedacht, ich fress verfallene Nudeln. Also ich glaube, es geht los, ich bin aufgestanden, ich bin nie wieder da gegangen. Mittlerweile hat er zu. Warum? Weiß ich auch nicht. Anscheinend, weil ich eben gesagt habe, der verkauft verfallene Nudeln. Was ja so ist. Verfallen. Das traut er sich noch mir zu sagen, verfallene Nudeln. Später raus hat er mal Freundin erklärt, Schatz, das ist die Nudelart, die heißt verfallen. Ach so, mittlerweile weiß ich das. Damals hat es mich tierisch aufgeregt. Es ist dasselbe. Aber da sieht man jetzt zum Beispiel den Grund von den Dialekten. Was will man machen? Ist eben so und bleibt eben so. In Bayern, um dort auf hier zurückzukommen, da ist das ja eh geil. Wir waren in Bayern, was haben wir gemacht? Wir sind oben weggegangen. In Bayern sind sie auch so geil, also die sind doch nicht besser. Muss man dazu sagen. Wir waren oben weg. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Auf alle Fälle, wir gehen zurück Richtung Hotel, also wollen raus, geht das. Dann muss auch die Bedienung zu uns. Fickt's euch. Ich hab gedacht, ich muss hinter den Tresen springen und muss immer ordentlich da schwickeln. Also, ey, ich habe erst so gestanden und gesagt, Hals, Maul, Aldi, ey. Ich glaub, es geht alle weit ab, ne? Nicht wirklich, ey, oder? Ramona steht neben mir, das Erste, was macht, ist, aufpassen, Aldi. Bis mir Mund geschnallt haben, fickt's euch. Wer sagt denn sowas schon? Wer sagt denn? Fickt's euch. Bei uns wird gescholten. Mir sagen dann schon, jo, Alla, Servus oder Hopp, jo, ne? Alla, kennst du auch denken, ne? Der Wunsch. Die Leute denken manchmal,
Ich bin ja, die meisten Leute denken, ich bin der Tag. Und ich sage, jo, Anna. Da hat schon eine Frau zu ihr, man sagt, ach Gott, guck dir das an. Da haben sie noch nicht mehr Rücksicht drauf. In aller Öffentlichkeit fangen sie schon an, da rumzuspinnen und machen Anna, Anna, Anna. Bei uns heißt es. Tschüss. Ne? Hätte ich schon Base beinahe der Frack verkloppt kriegt, weil die Leute denken, ich tue in der Öffentlichkeit Bäde. Und deswegen bin ich bei Base. Ja. Bayern. Zurückzukommen. Bayern. Wir haben es nur mit Bayern. Bayern hat ja fast nur operierte Hackfresse, ne? Wenn du mal so guckst. So. Total verklemmt sind die Leute dort, ne? Warum ich halt immer was wie an, ne? Wenn man da mal in der Saufe duscht, ne, als Lauter. Bei denen ist ja Bier das Grundnahrungsmittel. Was ist es bei uns? Der Woi, der Schnaps eventuell noch, ah ja. Wenn man bei denen mal guckst, ne. Also das ist Wahnsinn.